Die. Oh mein Gott. Ich sehe alles. What the fuck ist los hier? Na gut, ich gehe mal vom Gaul runter. Bist du ein Pudel? Ein fucking Pudel. Labradudel. Also, wie kann ich die. Muss ich die dann backstabben, wenn die so gestaggert sind? Muss ich die dann backstabben? Ich habe irgendwie 6000 Seelen. Vielleicht gar nicht so gut hier rumzulaufen. Ah, tschüss. Oh, Schmetterlingse. Meins. Sehr gut. Ah. Schlimmster Edwards war meine Ex, sorry. Ich verstehe es bei dir bis heute nicht. Für mich immer noch ein Mysterium. Das stimmt, also. Wenn es um Roller Number Fame geht, dann ja. Dann raff ich es besser. Also, ne, absolut. Da brauchen wir auch nicht darüber diskutieren, dass es nur in die Richtung ging, ne? Also, keine Ahnung. So. Ist hier unten Zeug? Also, ich bin Zeug, aber. Wo ist eine fette Rotte? Rotte. Rattenklo, Rattenklo. Ja, das macht die Rotte froh. Abfall. Geh wieder hoch. Kein Bock. Tschüss. Na, komm hochgewongelt, du dickes Ding. Ich bin hier. Ich hab einen Highground. Was ist los? Was ist jetzt los, ihr fetten Ratten? Problem ist, dass in einem Souls-Spiel der Highground ziemlich kacke ist. Hör! Hör! Kommst du jetzt raus, bitte? Okay, alles kacke. Alles durch. Kann dir mal voll. Wo kommt die Ratte her? Das will ich gar nicht wissen. Dann will mir ja noch einer. So. Danke. Für jeden und alles. Gib mir dort richtige Dinge, ne? So. Er hat das Endgegner in einem Soul-Spiel ist immer noch viele Gegner. Ah! Vernichten von Gegnergruppen. Vernichtet ihr eine Gruppe von Gegnern, füllen sich eure Flaschen wieder. Geil. Also bringst du Flaschen um, bekommst du Flaschen. Super. Nach dem Pilmin-Prinzip, ne? Du fütterst deine Flaschen mit Flaschen. Bin einfach belesen, Alter. Wer es nicht kennt, das Pilmin-Prinzip, ne? Kinderteller werden für Kinder gemacht, aus Kindern. Ne? Genauso wie Kinderschokolade. Ne? So. Wer war ein Händler oder so? Ich weiß gar nicht. Muss erstmal jemand finden. Wieso ist es hier rot? Hi. Ach, du bist so eine Transportfalle. Ja. Wait, nein. War das die. Nö. Ich weiß, wir hatten mal eine. Wo wir dann quasi in ein wunderschönes Land. Ne? Auge im Auge, Flasche um Flasche. In ein wunderschönes Land voller Riesen gekommen sind, wo wir quasi nichts machen konnten. Das war schön. Oh nein. Ich weiß, wo ich bin. Oh nein. Wir sind mit Abstand ziemlich am Arsch. Ich hab 6000 Seelen. Ja, schau mich nicht so an, was soll ich denn machen?
Ja, genau, wir sind nämlich hier oben in der Ecke. Ja, irgendwann glaubt man nicht dran, das verstehe ich schon. Hier war ich schon mal. Ja. Hier läuft ziemlich große Scheiß rum. Nix wie raus da. Ja, fuck, wo? Wie? Weg. Hier laufen ja auch diese genau, du da oben. Ne? Ai. Ai. Hör auf. Kommen wir hier raus? Fuck. Wie kommen wir hier raus? Ich glaube, es war sogar hier lang. Hier links raus. Links raus. Ich kann mich noch an irgendwas erinnern. Oh mein Gott. Das ist nicht so blöd. Mach doch einfach ein paar Eier. Und schneid dir mal die Haare, Junge, siehst aus wie Wolfgang Petri. Und fahr nüch dauernd mit einem Moped durch das Dorf. Immer ist es Bild fort. Genau. Das war die richtige Richtung. Ich wusste es noch von damals. Ist es aktiviert gewesen? Ich hoffe es. War das aktiviert? Ich hoffe es. Wenn nicht, dreh durch. Ach so. Ach, ich raste quasi hier. Gib mir! Au! Setz dich hin. Ach, Gott sei Fick im Himmel. Meine Güte. Also, wie gesagt, wer das Gebiet hier nicht kennt, ne? Es ist mit Abstand das schlimmste Gebiet, was ich durchgemacht habe, als ich hier Elden Ring gespielt habe damals, ne? Es war wirklich nicht witzig. Es war nicht witzig. Ne? Der Zauber ist der Zielsuchende, den man da gesehen hat, ne? Nice. Sehe ich auch so. So, erstmal brauchen wir hier ein bisschen Stärke, ne? Weil. So ein bisschen. Na, 20 ist okay. So ein bisschen Leben ist okay. So. Wir gehen da sofort weg. Wait, what? Muss ich erst hier raus? Es war, glaube ich, auch direkt an der. Ja, genau, an der Gehirnecke. Ja, ganz komisch. Und genau, der Schwachsinn da. Das war, glaube ich, hier oben auch mit der Brücke mit dem Drachen, ne? Irgendwie die Kacki-Ecke war das. Sollen wir da jetzt einfach direkt reingehen oder wo sollen wir lang? In welche Richtung? Also, gibt es eine empfehlenswerte Richtung? Also, da sollen wir rein, ne? In die Burg. Im Endeffekt können wir auch dahinter noch. Wir können auch dahinter laufen. Freunde für Elden, Freunde für den Elden Ring. Was? Was? Wieso rastig? Ah. Ich kann auch so, ganz normal so reisen. Ich bin auch dahinter. Ich weiß noch eine Ecke, wo man hin könnte. Mal schauen. Hüppi. Da ist der reitende Boss. La la li da li da. Wir reiten mal in die Richtung hier. Hüpf, 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 dap, di, da, di. Da, di, da, da, da. You there. Could you help us out, Cully? You? Yeah, you there. Stop. Yeah, you. Reden die Schafe mit mir? Massiver wird.
Wo denn? Wer denn? Was denn? Du? Nee. Das kommt zu mir. Ein Schritt, Digi, wenn ich weiß, wo du bist. Adamblatt. Ist gut. Halt doch's Maul! Der Schädel? Der Schädel? Nee, du bist nicht hässlich, aber... Hä? Wo bist du, Alter? Der Baum? Nee. Wie? Hallo? Wo denn? You? Yeah, you there. Wenn du so mal you there sagst, dann dreh ich durch. Muss jetzt wirklich mein komplettes... Why won't anyone look me in the eye? I'm not that ugly, am I? Nur ein bisschen. Bin du. Nee. Oi. You there. Could you help us out, Cully? Ist genau hier. Also ist der wirklich unsichtbar? Baum versuchen und dann Angriff. Das ist wirklich der Baum? Ich möchte den Baum nicht hauen. Wenn, wieso können wir mit dem nicht reden? Sag mal. Sag mal. Behaupte einfach, ich bin dumm. Ah. Der scheiß Busch, Alter. Bist du ein Lykanthrop? Ja, Werwolf. Told not to come back, not ever. Then I ended up as a tree. Wurde ich irgendwie zu einem Baum? Lucky you came along, really. Sehr gut. Der ist neu. So this is all I have to I hope. Ja, gib mir. Oh, ein hübscher Pilz. Or, well, if I could sneak back into, then I... Es ist ein fucking Lykanthrop. Das finde ich gut. Lykanthrop kenne ich auch. Der Lügendrop. Der Lügenkobold. So. Einfach nur, weil ich es kann. Danke. Lass mich in Ruhe. Ich habe meine Mission hier zu erfüllen. Dankeschön. Hörst du bitte auf. Du bist ein Soldat und hast es dir verdient. Ich bin gar nicht hier, ich bin im Busch. Ach ja, und nein, hat den Hangstream nicht gesehen. Irgendwie wird es langsam immer dasselbe, leider. Ein bisschen. Wobei er mittlerweile versucht, ein bisschen anderen Content reinzubringen, soweit ich das gesehen habe. Also andere Leute so ein bisschen. Ne? Im Endeffekt, ja. Und ich krieg's auch nicht hin, so ein 3-Stunden-Stream oder sowas von ihm zu gucken. Das ist irgendwie leicht zu lang, finde ich. Ich meine, ich häng selber so noch auf dem Träger.
Das kommt sonst noch. Nee. Ich meine von Hank. Er ist nach wie vor super sympathischer, absolut. Ne? Aber es sind halt immer wieder dieselben Dullis irgendwie, ne? Weiß auch nicht. Gerade den Frauenfeind da. Ganz komisch, ne? Weiß ich nicht. Da bin ich mir halt fast sicher, dass es einfach. Nein! Hey, sie. Also beim Herrn Winkler. Ne? Klar, der ist aber nur ein Dulli und. Ah, stimmt, da war ja was. Was? Ich schicke ihm mal Stopp von so einem Spruch. Das darf's ja gar nicht so strafbar. Nächster Halt, Valhalla. Ja, ganz ehrlich. Hast du ja nicht. Du hast nicht das Geschriebene geteilt, du hast uns alles nochmal abgetippt. Ja? Das ist ja nicht verboten, oder? Wenn du das Geschriebene nochmal abgetippt hast. Das ist ja. Ja, ich befreie euch, okay? Danke. Das ist ja nicht verboten. Ja. Da kann es natürlich sein, dass du Sachen vergessen hast. Badum. Ist das Verfassungsumtritt einfach mit? Kennst du nicht? Na? Ich müsste quasi die beiden Lümmel umhauen. Damit ich hinten die Kiste aufmachen kann. Ja. Na? Ich bin so ein Lümmel, da stürze ich mich ins Getümmel. Nee, 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 nee. Was? Gott. Karneval. Ich weiß. Nee, Kevin, hör auf zu reden. Keine Ahnung. So. Kevin und Kevin, ja. Aber ihr seid ja alles nur Motten, ne? Ihr seid keine Mods, ihr seid ja Motten. Admins seid ihr. Weil er hatte mir auch immer gesagt, von wegen, ich soll ja mal was gegen euch unternehmen, weil ich habe ja Admin. Und ich denke so, hä? Hä? Laberst du? Wollen wir jetzt dahinter? Also irgendwie müssen wir irgendwo hin, ne? So. Ja. Du, wenn die Kette gespannt wäre, wäre es so einfach, ne? Die ist mit Magie an sie gefesselt. Die Ketten sind nur da, damit sie nicht weglaufen. Eine magische Kette. Was sagst du jetzt da dagegen, hä? Kannst du nichts mehr dagegen sagen. So. Denn mit Magie macht alles Sinn. Und das Ding ist, dass die laufen dahinter, bleiben aber da hinten einfach stehen. Hübscher Sumpf. Die Krabben sind übrigens richtig übel. So. Oh, Regenbogen. Meine Frage ist immer noch, wo gehen wir hin, was machen wir? Na. Warum wongelt ihr in meine Richtung? Was genau ist euer Problem? Okay. Das sind einfach nur Arbeiter. Das ist okay. Gab's hier irgendwo eine Gunst?
Ach, das sind die Blumen. Spaß. Hä? Nö. Also wenn es einen Bullshit-Gegner in diesem Spiel gibt, ne, dann sind es die Blumen. Und wegen, ich mache einen AOE-Damage-Spell. Und caste den einfach durchgehend. Am Arsch. Nee, deswegen, alles gut. Wenn irgendwas zu dem Thema von irgendwelchen Randoms kommen sollte, wisst ihr ja, ne? Jederzeit. Auf die Mutter habe ich gerade echt gar keinen Bock, ne? Also ich heile mich, was warst du? Keine Ahnung. Komm ran hier! Ja. Ah. Oh, elegant. Ja. War das nicht. Da läuft ein alter Mann. Ah, da ist ein Lager. Und ihr? Ihr habt Zeug für mich. Mag ich. Hi. Ja. Na komm. So. So. Hallöchen. Ist er denn irgendwo eine Gunst? Ich meine, aber hier war eigentlich eine, oder? Nee. Eben. Wie wäre eine? Ich nehme mal das Pferd. Ja. Ich nehme mal das Pferdchen. Also wir gehen mal zu dem Baum da hoch. Scheint für mich ein Plan zu sein. Und wir reiten mal den Reiter. Aber ich hätte gern hier irgendwo eine Gunst, bevor ich jetzt hier... Ah, da, sehr gut. Jetzt sagen wir so, die sind ja nicht so weit auseinander. Die sind eigentlich relativ häufig, sag ich mal. Pilz, hübscher Pilz. Dankeschön. Höpf. Die sind ja relativ häufig so. Erik, mein Guter, du bist doch mittlerweile im Endgame, oder? Bist du durch? Nee, durch bist du nicht, ne? Du bist im Endgame, ne? Welches Level hast du mittlerweile eigentlich? Würde mich nur mal so interessieren. Ja. Au. Hand. Da. So ein bisschen Leben. Ist okay. Bam, 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 bam. Jetzt nicht als Schwanzvergleich oder so, das ist überhaupt nicht, das ist mir relativ egal. Ah, da oben war das, okay. Da oben war das, aber wir gehen erstmal in das Lager da oben. Hallöchen. Was ich mit das meine, ist da hinten, wo die Steinlümmel gerade rumstanden. Das weiß ich nämlich auch noch. Ja! Au! Alter Mann, tu den Stock weg. Oh. Ich meine, sie lecken. Wieso ist da ein Reiter? Genova, grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend. Hi. Na? Ach, so kann man auch schlagen. Na komm, du hast mich doch gesehen. Na komm, du hast mich doch gesehen. Jetzt komm. Ja, danke. Was ist denn da vor? Au! Hat der gerade sein Pferd nachgeguckt? Au! Hallo. Wer magifiziert mich da? Und dem hatte ich mir erstmal die Rüstung. Und dem da? Wer magifiziert mir da? Bin ich okay. Wo denn? Hallo. Ich geh mal hier lang. Kann man da quasi so ein bisschen sneaken? Von außen nach oben? Das wäre super. Wie du siehst, wir haben keine Rüstung. Au. Wo denn? Ach, da oben drauf, oder was?
Hör mal auf da. Ja, zauber du mal gegen die Hauswand, das ist okay. Das juckt mein Scheiß. Hm? Hab Stray gespielt, das Game, wo eine Katze steuert. Das wäre auch so nice. Ich hab Stray angefangen, ich fand's... Weiß ich nicht. Also ich hab's angefangen mal im Stream. Ich fand's wahnsinnig langweilig. Ne? Also im Endeffekt machst du da, also was ich bis jetzt dann gesehen hatte da, ist das kleinere, nichtssagende Rätsel. Ne? Und du bist quasi nur am Laufen. Weiß ich nicht. Mehr hatte ich jetzt da noch nicht gesehen. Wahrscheinlich habe ich wieder direkt vorm vom Highlight aufgehört, oder? Also mein Highlight war, dass man mit den anderen Katzen rumschnurren konnte. Das war super. Das war mein Highlight irgendwie aus dem Game. Du siehst mich nicht. In Altair, Alter. Ah, okay. Die feigen Kerle hocken da oben. Ja, das sind aber scheiß Mages, ne? Mages! Da komme ich mal rüber. Möchte hier... entschuldigen Sie bitte, ich möchte hier gerne hoch. Okay, schade. Aber ich fand es sehr cool mit den Nebenmissionen. Gibt Nebenmissionen? Ich weiß auf jeden Fall, dass es hier Adler gibt. Ne? Also du hast wahrscheinlich den Schuss nicht gehört und du auch nicht. Ne? Wollte nur mal kurz sagen, dass der Terminator unterwegs ist. So. Flugfeder, perfekt. Wie komme ich denn da hoch? ich möchte die Mages gerne wegmachen. Beim zweiten Mal war ich auch halb Mage. Ja. Ich werde an meiner Aussage nichts ändern. Mage bleibt Mage. So. Hüpf. Hier bin ich. Und jetzt? Da hoch. Tötest du den Reichsadler? Ja, ich Reichsadler? Sternlichtsplitter. Was bist du? So ein kleines Spell hätte ich ganz gern. Nutzt um schrittweise, ja, fick mich. Dann halt nicht. Oh, das ist jetzt ein Lümmel. Ja, nehme ich, danke. So, kommt jetzt auf mich zu? Ich meine, das Ding ist das, ne? Nur mit den Städten und das Interagieren mit den NPCs. Okay, kurze Frage. NPCs, gibt es mehrere? Also was ich mir zum Beispiel mega gewünscht hätte, ist, dass es, ich glaube, das war das Thema, was mich geärgert hat. Dass es wieder so Endzeit-Szenario ist, ne? Weil die NPCs, die man da findet, sind ja nur Roboter, oder? Was ich mega cool gefunden hätte, wäre, wenn Stray in unserer jetzigen Welt ein bisschen abspielen würde, ne? Also das Leben einer Katze in der Großstadt in der Menschenwelt. Weißt du, was ich meine? Das hätte ich... Das, sag mal. Mithrilschädel, Alter. Das wäre mein Ding gewesen. Da wäre ich dabei gewesen. So, du Arsch. Komm jetzt rüber. Na? Komm jetzt rüber da, ne? Das weißt du hoffentlich, ne? Aha! Fick dich! Oh. Abfahrt, mein Freund. Wem gehört denn das tote Pferd da? Hey. Ist ja widerlich. Schriftrolle des Königshauses. Ich habe keine Ahnung, was du bist, aber ich bin empört. Ne? Was ist das denn? Info. Was? Schriftrolle? Hallo? Ja. Gib dies einem Studierenden Zauber, um neue Zaubereien zu erlernen. Jawohl. Ich glaube, das muss ich auch mal spielen. Was denn? Ray, es gibt einen Haufen NPCs. Ja, es sind Roboter, aber es hat einen Grund, warum es Roboter sind. Weil Endzeit? Also es sah so extrem nach Endzeit aus. Die Bohlen mit Lifecoin. Bohlen mit Lifecoin zwischen den beiden. Stimmt. Ach, schön. Oh Mann. Jo, das Elden Ring ist so. Also sag mal so, ich habe Stray, wie gesagt, auf der Platte, ne? Also Steve, wenn du sagst, also ich bin bis zu dem Punkt gekommen, wo man quasi vor diesen kleinen, mächtigeren Robotern wegläuft.
Das hat mich dann irgendwie getiltet. Ich weiß auch nicht warum. Und ab da wird's besser. Also es wird besser. Okay, dich Lümmel würde ich gerne. Ich komme hier nicht mehr runter. Scheiße. Hüppidi. Stray ist so das Katzenspiel, oder? Ja, genau. Also ich fand das an für sich halt sehr, sehr, sehr hübsch. Ne? Sehr, sehr hübsch und sehr, sehr schön. Ich war halt einfach, vielleicht war es bei mir dasselbe wie bei Elden Ring, dass ich halt einfach enttäuscht war, dass es meinen Erwartungen halt so extrem abgewichen ist von meinen Erwartungen. Du hast mich nicht gesehen. Hör auf zu lügen. What the? Du bist ein fucking Lümmel. Eins, zwei und abwart. So. Ah, schön Teabaggen. Naja, es gibt die komischen Viecher mit einem Auge und die Roboter. Es kommt auch etwas Horror dazu. Okay. Okay, 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 okay. So, darf ich diese Truhe öffnen, ohne dass ich weggeportet werde? Geil. Großer Degen. Großer Degen. Degen ist aber eigentlich immer eine Sexwaffe. Ja. Egal. Obwohl, nee, der Degen, der ist Quality, ne? Ah. Mittlere Last. Kleine Last. Okay.